Deutsche Investoren profitieren von den sinkenden Energiepreisen und einer sich erholenden Wirtschaft und investieren in Produkte der Automobil- und Pharmaindustrie sowie in den Maschinenbau und die IT-Branche, um nur einige zu nennen. Aufbauend auf unsere bereits existierenden starken ökonomischen Bindungen hat TTIP zum Ziel, das ökonomische Wachstum noch weiter anzukurbeln und weitere Jobs zu schaffen, zu den ohnehin bereits mehr als 13 Millionen europäischen und amerikanischen Arbeitsplätzen, die durch transatlantischen Handel und Investitionen entstanden sind. Tatsächlich schätzen Analysten, dass sich allein durch die Abschaffung der Zölle, die gegenwärtig durchschnittlich ca. 3% ausmachen, das Bruttosozialprodukt um 0,4% pro Jahr wachsen würde. Das hört sich jetzt vielleicht nicht sehr viel an, aber diese Zahl ist doch sehr beeindruckend, wenn Sie das eben schon erwähnte transatlantische Handelsvolumen $1 Billion mit in Betracht ziehen. Des Weiteren schätzen Analysten, dass, wenn wir auch nur die Hälfte der bestehenden Handelshemmnisse abschaffen, sich das Bruttosozialprodukt auf beiden Seiten des Atlantiks langfristig um 3-5% erhöhen könnte. Und TTIP könnte einigen Schätzungen zufolge mehr als 2 Millionen neuen Jobs schaffen, in der EU und in den USA, davon ca. 200.000 in Deutschland. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung würden die großen Gewinner in Deutschland in diesem Szenario Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sein, also diejenigen Bundesländer mit einem starken Mittelstand. Indem man sich auf die gleichen Regeln und Maßstäbe beim Produktionsprozess einigt, gibt man, so die Annahme, einer ganzen Bandbreite von Industriezweigen einen deutlichen Anschub. Pharmazeutische Firmen zum Beispiel würden enorm profitieren, wenn man sich auf einen einzigen Test für neue Medikamente einigen könnte. Gemeinsame Standards für Elektroautomobile würden einen großen Markt schaffen, ebenso für die dazugehörige E-Car-Infrastruktur, wie zum Beispiel Aufladestationen. Wo also stehen wir momentan mit unseren TTIP-Verhandlungen? Vom 10. bis 14. März haben sich die US- und die EU-Verhandlungsführer zur vierten Runde der TTIP-Verhandlungen in Brüssel getroffen. Der Hauptverhandlungsführer auf amerikanischer Seite kam in Begleitung von 140 Vertretern aus 15 verschiedenen Regierungsbehörden, um unter anderem über folgende Themen zu diskutieren: Energie und Rohstoffe, Investitionen, Finanzdienstleistungen, elektronischer Handel, Telekommunikationsdienste, Schutz des geistigen Eigentums, gesundheitspolitische und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, Arbeiterrecht, Textilmärkte und Antikorruptionsgesetze. Beide Seiten, die USA und die EU, betonten in diesen Gesprächsrunden die potenziellen Vorteile vor allem für den Mittelstand. Der US-Verhandlungsführer hob hervor, dass beide Seiten ihre Bemühungen fortsetzen werden, Zollschranken weiter abzubauen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der hohen Standards an Verbraucherschutz. Es ist wichtig hier anzumerken, dass sich die amerikanischen Verhandlungsführer nach der vierten Verhandlungsrunde sehr um öffentliche Aufklärung und Information über die Inhalte der Verhandlungen in den EU-Mitgliedstaaten bemühen. Unter anderem in Spanien, Österreich, Belgien, Deutschland, in Polen, Italien, Frankreich, Dänemark und Schweden. Beide Seiten hatten eine fünfte Verhandlungsrunde noch vor dem Sommer in Washington angekündigt. Natürlich werden wir während der Verhandlungen immer wieder auf Hindernisse stoßen. Aber wie unser Botschafter John Emerson vor kurzem sagte, wir müssen mit den vielen Bereichen beginnen, wo wir eine Einigung erzielen können und darauf während der weiteren Verhandlungen aufbauen. Wir haben zum Beispiel schon ein Abkommen über die Gleichwertigkeit für organische Lebensmittel schon beschlossen. Wir haben zusammengearbeitet auf dem Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von Zertifizierungen bei der Telekommunikationstechnik. Und unsere beiden Luftfahrtbehörden haben einen Weg gefunden, die gegenseitigen Sicherheitsprüfungen Überprüfungen anzuerkennen. Aber natürlich gibt es weitere harte Nüsse zu knacken. In bestimmten Sektoren kann ein Produkt, das in den USA unter Beachtung von EU-Standards hergestellt wurde, nicht in den USA getestet und zertifiziert werden. Es kann nur in Europa zertifiziert werden. Auch bei den Finanzdienstleistungen, wo die Regulierungen in den USA unserer Meinung nach strikter als in Europa sind, könnte es bei den Verhandlungen ein paar Stolpersteine geben. Die USA möchte auch getrennte Kapitel für die Bereiche Arbeit und Umwelt haben, wohingegen EU-Handelsabkommen normalerweise
normalerweise nur ein Kapitel unter dem Namen nachhaltige Entwicklung haben, das beide Bereiche abdeckt. Also warum dann, fragen Sie sich vielleicht, sind dann manche Europäer gegen TTIP angesichts all der Gründe, die ich hier aufgeführt habe und die ja eindeutig aufzeigen, also meiner Meinung nach, dass dieses Abkommen den USA und Europa nutzen wird. Wird TTIP nicht dazu führen, dass der Verbraucher- und Umweltschutz aufgeweicht wird? Ich entgegne Ihnen darauf, dass solche Sorgen unbegründet sind. Die Standards in den USA und Europa sind ähnlich hoch. Es geht nur darum, sie zu harmonisieren. Die Behauptung, dass zum Beispiel Städte gezwungen würden, ihre Wasserversorgung zu privatisieren, ist schlicht falsch. Auch öffentliche Kulturinstitutionen sind in keiner Weise bedroht, wie manche befürchten. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Dazu kommt, dass der Verhandlungsprozess viel transparenter gestaltet wird im Vergleich zu früher. Aber sicher müssen sich beide Seiten noch mehr bemühen, es noch besser zu erklären. Allerdings kann man ein solch umfassendes Abkommen auch nicht vollkommen öffentlich verhandeln. Aber bevor das Abkommen endgültig zur Abstimmung steht, wird natürlich alles auf dem Tisch liegen und geprüft werden. Und zwar jedes Komma und jeder Punkt. Und am Ende wird es für die Verbraucher in den USA und in Europa mehr Auswahl zu günstigeren Preisen geben. Lassen Sie mich hier aus der Rede von Präsident Obama zitieren, die er vor kurzem in Brüssel gehalten hat. Ich habe einen großen Teil meines beruflichen Lebens und meiner Zeit als Präsident damit verbracht, mich für einen stärkeren Verbraucher- und Umweltschutz einzusetzen. Und ich habe nicht die geringste Absicht, ein Gesetz zu unterschreiben, das diese Standards schwächen würde. Zitat Ende. Der Präsident sagte außerdem, dass es einen richtigen Weg gibt, ein TTIP-Abkommen abzuschließen, das sicherstellt, dass wir weiterhin an der Spitze stehen werden in den Bereichen Innovation, Wachstum und Entwicklung. Er fügte hinzu, und ich zitiere weiter, es ist wichtig für diejenigen von uns, die ein Land führen, dass wir sicherstellen, dass Handel weit verbreiteten Wohlstand schafft und auch denjenigen hilft, die sich am unteren Ende der Gesellschaft befinden oder in der Mitte und nicht nur einigen wenigen Eliten. Und genau davon werde ich meine Entscheidung abhängig machen, ob ich es für richtig halte, mit den Verhandlungen fortzufahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Handelsabkommen abschließen können, das diese Ziele erreicht. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wir glauben ebenso wie die NATO, die internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik transformiert hat, wird ein TTIP-Abkommen mehr sein als ein Abkommen über Handel und Investitionen. Wie Botschafter Emerson gesagt hat, wird TTIP das strategische Fundament sein für einen umfassenderen globalen Ausdruck unserer gemeinsamen Werte. Ebenso wie die NATO wird TTIP ein Eckpfeiler unserer transatlantischen Beziehungen werden. Diese Ansicht vertrat auch Secretary Kerry, als er kürzlich sagte, dass wir als transatlantische Gemeinschaft an einem Wendepunkt bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen stehen. Eine wirtschaftliche Erholung, so wichtig sie auch ist, ist nicht mehr ausreichend. Was erforderlich ist, sagte Kerry, ist eine transatlantische Renaissance, ein neuer Schub von Energie, Engagement und Investitionen in die drei Säulen unserer Stärke, wirtschaftlicher Wohlstand, unsere gemeinsame Sicherheit und die gemeinsamen Werte, die uns tragen. Meine Damen und Herren, nach drei Einsätzen in Deutschland, einem als Soldat und zwei als Diplomat, bin ich sicher, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern können. Mit Deutschland als einem führenden Partner schaffen wir diese transatlantische Renaissance, die uns vorantreibt in die kommenden Dekaden des 21. Jahrhunderts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Darf ich dann die Mitdiskutanten auf die Bühne bitten? Wo Sie möchten. Yep. Ich muss einen kleinen Fehler korrigieren, den ich eben gemacht habe. Ich habe niemandem was zu trinken hier unten angeboten. Und wenn man die ganze Zeit redet, dann braucht man wahrscheinlich zwischendurch was. Vielen Dank. Während der Thorsten uns eingießt, könnt ihr euch ja vielleicht noch mal kurz vorstellen. Bitte. Gut, dann fange ich an. Ich bin Julia Reda, ich bin Spitzenkandidatin der Piratenpartei für die Europawahlen. Ich bin Politikwissenschaftlerin, habe vor einigen Monaten meinen Abschluss gemacht in Mainz
und ja, freue mich über die Einladung von der NRW-Piratenfraktion. Als Politikwissenschaftlerin ergibt sich für mich natürlich auch der Fokus, unter dem ich mich mit den TTIP-Verhandlungen beschäftige. Ich habe für einige Monate im Europaparlament bei der schwedischen Piratenabgeordneten Amelia Anderstotter als Praktikantin gearbeitet, als das Handelsabkommen ACTA gerade verhandelt wurde. Ich war auch an den Protesten gegen ACTA beteiligt und habe in der Verhandlung dieses Abkommens schon einige Punkte kritisiert, die grundsätzlich problematisch sind bei der Verabschiedung von solchen bilateralen oder multilateralen Handelsabkommen. Die Problematik, über die ich gerne sprechen würde, auch im Rahmen der Diskussion, ist vor allen Dingen die der parlamentarischen Demokratie. Also wie wirkt es sich auf die Entscheidungsmöglichkeiten von den Menschen in Europa oder auch in den USA aus, wenn eben auf exekutiver Ebene in Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die für die Zukunft den demokratischen Handlungsspielraum der Menschen einschränken. Und ich denke, das ist im Zeitalter der Globalisierung ein ganz entscheidendes Thema, dass wir mehr in den Fokus rücken müssen, auch mehr, denke ich, noch als diese Verbraucherschutzthemen, wirklich die Frage, was für Auswirkungen haben die Entscheidungen, die wir heute treffen, auf die Zukunft der Demokratie in einer Zeit, wo eben alle Unternehmen und das Wirtschaftssystem immer weiter globalisiert wird und der einzige Aspekt des Lebens, der eigentlich an dieser Globalisierung nicht teilnimmt, ist die parlamentarische Demokratie. Ja, ich freue mich auf die Diskussion und ja, bedanke mich auch dafür, dass Sie sich hier dieser Debatte stellen. Das halte ich für ganz wichtig, auch um diese Transparenz zu verbessern. Einen ganz ähnlichen Ansatz haben. Alexander Trennhäuser von der Initiative Mehr Demokratie. Wir sind ein Verein, den es jetzt seit 26 Jahren gibt und der sich um Demokratieentwicklung kümmert. Das heißt, Verbraucherschutz oder Handelspolitik, das ist jetzt eigentlich nicht unser Schwerpunkt. Uns geht es auch darum, dass Menschen, wenn ja wesentliche Entscheidungen getroffen werden, daran beteiligt werden sollen. Dass Entscheidungen transparent gefällt werden, dass Entscheidungen auch verhindert werden können, wenn sie in der Mehrheit der Bevölkerung nicht schmecken. Dafür stehen wir ein in Deutschland für eine Stärkung der direkten Demokratie, aber auch eben für starke, für selbstbewusste Parlamente. Kurz zu mir, ich bin 34 Jahre alt, arbeite bei Mehr Demokratie hauptamtlich als Geschäftsführer hier in Nordrhein-Westfalen und bin seit 2012 auch Mitglied im Bundesvorstand des Vereins. Unser Verein hat sich einem Bündnis angeschlossen, unverhandelbar heißt es. Wir bilden so das demokratiepolitische Spektrum in diesem Bündnis ab. Es gibt aber natürlich auch einige andere Organisationen, die eher handelspolitische Aspekte, Wirtschaftspolitik, Verbraucherschutz und so weiter mehr in den Fokus nehmen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Steve Hubler. Ich bin der US-Generalkonsul im Amt seit 2012, also August 2012 hier in Düsseldorf ansässig. Ich habe meine Karriere in Frankfurt begonnen, 1992 im US-Generalkonsulat dort. Dann war ich 2 Jahre in Costa Rica stationiert, nicht nur als Urlauber, sondern auch als US-Diplomat. Dann 5 Jahre in Washington, in verschiedenen Stellen im State Department, 2 Jahre im Horn von Afrika, wo ich für Flüchtlingsangelegenheiten zuständig war und dann 4 Jahre in Mazedonien und die letzten 3 Jahre waren wir in St. Petersburg in Russland und also das ist meine Karriere kurz gefasst. Ja, ich würde dann gerne den Punkt vertiefen, den Julia angesprochen hat, mit dem, wie sich das auf die Demokratieentwicklung in den nächsten 10, 20, 50 Jahren auswirkt, ob man das irgendwie absehen kann. Ja, also Sie hatten in Ihrem Einführungsvortrag schon einige der größten Ängste, die mit TTIP verbunden sind, angesprochen, also vor allem was den Verbraucherschutz angeht. Und ja, sowohl Präsident Barack Obama als auch Angela Merkel haben in vielen öffentlichen Statements
darauf abgehoben, dass die Punkte, bei denen gerade jetzt der amerikanische Verbraucherschutz sich stark von dem europäischen unterscheidet, von TTIP nicht betroffen sein würden. Ich glaube, dass wenn die Prognosen oder die Studien, die sich mit den möglichen Folgen von TTIP für eine Vergrößerung des Handels beschäftigen, von ja, großen Wachstumszahlen ausgeht, also einige Studien, die ich mir angeschaut habe, zum Beispiel im Auftrag der Europäischen Kommission, gehen jetzt von wesentlich moderateren Wachstumsraten aus im Bereich von 0,05% pro Jahr und dergleichen, die aber eigentlich schon sehr optimistische Annahmen darüber haben, dass diese Harmonisierung eigentlich sehr weit gehen müsste. Und ich kann es mir bei vielen Punkten, gerade im, was jetzt so den Bereich Lebensmittelsicherheit angeht, relativ schwer vorstellen, dass diese Harmonisierung besonders weit gehen kann, weil eben die Systeme, nach denen zum Beispiel Lebensmittel zugelassen werden, sich eben in der EU und in den USA wirklich fundamental unterscheiden. Dass in Europa eher so ein Vorsichtsprinzip gilt, dass Dinge erstmal verboten sind, bis die gesundheitliche Unbedenklichkeit von irgendeinem Produkt festgestellt wurde, und in den USA eher, was als ein wissenschaftlicher Ansatz bezeichnet wird, dass die Geschädlichkeit von einem Produkt nachgewiesen werden muss. Das sind ja Ansätze der Regulierung, die sich eigentlich gar nicht wirklich vereinbaren lassen, ohne dass eine Seite ihren fundamentalen Ansatz, wie sie mit Regulierung umgehen wollen, wirklich aufgeben würde. Insofern, also um auf den Demokratiepunkt zu sprechen zu kommen, wäre ich auch nicht besonders überrascht, wenn der TTIP-Text denn irgendwann veröffentlicht wird, dass dort nicht drinsteht, dass Europa Chlorhühnchen bekommt und dergleichen. Aber was aus einigen Dokumenten, die jetzt schon an die Öffentlichkeit gekommen sind, hervorgeht, ist, dass beide Seiten, beide Verhandlungspartner eine langfristige Kooperation in der Regulierung anstreben, die besagt, dass wenn jetzt zum Beispiel die Europäische Kommission neue Regulierungen einführen will, im Vorfeld schon, bevor überhaupt eine Initiative dem Europäischen Parlament vorgelegt wird und an die Öffentlichkeit kommt, dass da bereits Unternehmen in einem Frühwarnsystem vorgewarnt werden, hier ist eine Regulierung in Planung, und dass sie dann eben auf die Kommission einwirken können, dass sie Stellungnahmen abgeben, dass die Kommission ein Risikoassessment machen muss, um zu schauen, wie würde sich das auf den Handel auswirken. Und das Ganze stattfindet in der Kombination mit einem Investorenschutz, bei dem eben Unternehmen gegen mögliche Diskriminierung durch neue Regulierungen klagen können. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das in der Kombination dieser Faktoren? Ein Unternehmen weiß, okay, die Kommission plant zum Beispiel ein Verbot von Fracking aus Umweltschutzgründen. Dann könnte dieses Unternehmen, also wird darüber früher informiert als die Öffentlichkeit und könnte bereits zur Kommission hingehen, seine Bedenken äußern, zum Beispiel, dass es eben ihrem Geschäftsmodell schaden würde, und auch damit drohen, dass für den Fall, dass diese Initiative kommt, es dagegen klagen könnte. Wenn jetzt die Kommission sich entscheidet, aus diesem Grund diese Initiative überhaupt nicht zu starten, dann wird weder das Europäische Parlament noch die Öffentlichkeit jemals davon erfahren, dass überhaupt dieser Plan bestand, weil dieses Frühwarnsystem eben die Unternehmen einbindet, aber nicht die gewählten Volksvertreter und die Öffentlichkeit. Und hier sehe ich eigentlich die große Gefahr für die Demokratie, dass eben Unternehmen ein exklusiver Zugang zu der Kommission geschaffen wird, die leider in der Europäischen Union die einzige Stelle ist, die überhaupt Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen kann. Und insofern, selbst wenn jetzt vielleicht die Standards durch TTIP nicht unmittelbar gesenkt werden, wird effektiv verhindert, dass sie jemals in der Zukunft erhöht werden können. Und dadurch schränken wir unseren demokratischen Spielraum, denke ich, extrem ein. Und deshalb werde ich auch TTIP in der Form mit großer Sicherheit ablehnen, weil beide Verhandlungspartner diese Position vertreten und es deshalb unwahrscheinlich ist, dass sie nicht im endgültigen Text von TTIP stehen wird. Also dieses Beispiel von Fracking, bitte schön. Dieses Beispiel von Fracking, das würde oft zitiert, aber ist einfach, also bis jetzt,
gibt es überhaupt keine Empfehlung oder keinen Vorschlag, dass durch ein ISDS-Verfahren, also diese Investor State Dispute Settlement Verfahren, dass so etwas möglich wäre. Überhaupt nicht, weil die Umweltschutzstandards bleiben genauso wie die sind oder die könnten auch erhöht werden. Und eine Firma könnte auch den Staat nicht anklagen wegen ein neues Gesetz, wenn die nicht schon eine langfristige Investition in dem Land hatten. Also zum Beispiel im Fall Vattenfall, das wird auch oft zitiert. Das ist ein Beispiel von einem sogenannten ISDS-Verfahren. Aber wie wir das sehen, wird ein ISDS-Verfahren transparent sein. Also die Öffentlichkeit würde auch Zugang zu den Dokumenten haben. Die Firmen würden dann also die Schiedsrichter auswählen, aber drei Schiedsrichter würde es geben. Also einer von den Firmen ausgewählt, dann der zweite von dem Staat und der dritte dann also in Einigung zwischen den zwei Parteien. Ne? Also das, wir versuchen auch durch unseren Model Bilateral Investment Treaty, also bilateralen Investitionsvertrag, dieses Verfahren transparenter zu machen und auch zu verbieten, dass es auch Firmen geben könnte, die dieses Verfahren für unbegründeten Zielen benutzen könnte. Ne? Also um das dieses Verfahren zu missbrauchen. Wenn es um Lebensmittel geht, also ich glaube schon, dass es einige US-Produkte hier in Supermärkten in Deutschland gibt. Also alles von Erdnussbutter bis Fleischprodukte. Das heißt, wir können uns darauf einigen, dass einige Produkte nach Deutschland oder in der EU exportiert werden können. Vielleicht nicht allen, aber wir sollen auch nicht vergessen, dass diese Verhandlungen sind nur in der vierten Verhandlungsrunde. Also wir haben bis jetzt nur vier Verhandlungsrunden abgeschlossen und zum Beispiel unsere Trans-Pacific Partnership, also die transpazifische Partnerschaft, hat 16 Verhandlungsrunden gedauert und ist immer noch nicht alles unter Dach und Fach. Wir sind fast dabei, aber noch nicht. Also das ist auch eine sehr frühe Phase und es besteht auch bis jetzt kein endgültiges Text für so ein TTIP-Abkommen. Wir verhandeln das und natürlich gibt es Positionen, wo wir vielleicht etwas mehr nach vorne gehen und wir werden dann das vielleicht zurückfahren. So ist eine Verhandlung. Aber bis jetzt ist noch nicht entschieden worden. Ich meine, es gibt ja gegen dieses Investorstaatsverfahren doch auch einigen Wind, sogar aus konservativen Kreisen in Deutschland. Ich frage mich, wozu brauchen wir sie überhaupt? Ich meine, um nicht immer das Beispiel Vattenfall zu bemühen, nehmen wir das Beispiel, in dem ein Zigarettenkonzern den Staat Australien verklagt, weil er seine Zigarettenpackung demnächst mit unschönen Bildchen von Leuten, die zu viel geraucht haben, verkaufen möchte. Also da frage ich mich schon, brauchen wir diese Investorstaatsverfahren überhaupt in so einem Abkommen? Also das ist kein bilaterales Vertrag, also zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Das ist zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Und man weiß auch, dass innerhalb der EU verschiedene juridische Standards gibt zwischen den Vereinigten Staaten und die EU-Staaten. Wir finden also die meisten Fälle unter ISDS, 50% oder etwas mehr, 52% sind von europäischen Firmen begonnen und die US-Firmen also nur 25%. Also das wird nicht sehr oft verwendet. Und das ist nur ein Mechanismus. Es gibt auch natürlich von Staat zu Staat ein Gerichtsverfahren und das sollte man eigentlich zuerst benutzen, aber wenn das nicht ausreicht, dann gibt es auch diese ISDS-Verfahren. Das ist auch ein Teil von fast allen unseren bilateralen Investitionsverträgen. Also, historisch kommen ja die ISDS aus Verträgen mit Ländern, die kein funktionierendes Rechtssystem haben, wo eben Unternehmen sich nicht darauf verlassen können, dass es einen adäquaten Rechtsschutz gibt.
Aber in der Europäischen Union, auch wenn die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, ist ja ein Beitrittskriterium, dass es ein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und ich habe auch keine Zweifel daran, dass das Rechtssystem der USA hinreichend gut funktioniert, dass ein Unternehmen sich einfach an ordentliche Gerichte wenden kann in einem Fall von Diskriminierung. Insofern, da ISDS uns wirklich verkauft wurde als ein Mechanismus, um gerade Handel zu treiben mit Ländern, wo das nicht der Fall ist, finde ich es bemerkenswert, dass es jetzt in einem Vertrag eben zwischen den USA und der Europäischen Union, die eben die mit am weitesten entwickelten Rechtssysteme bereits haben, eingeführt werden soll. Also wozu brauchen wir ein privates Schiedsgericht, bei dem Unternehmen Richter benennen, wenn es bereits einen adäquaten Rechtsschutz auf beiden Seiten des Atlantiks gibt? Ja, und deswegen hat der Verhandlungsführer, also auf der EU-Seite, auch eine Auszeit angeordnet für diese Diskussion. Und das endet im Juni und da haben die Staatsbürger und Bürgerinnen von der EU auch die Möglichkeit, jetzt darauf zu kommentieren. Ist jetzt ein bisschen gemein, weil Sie es nicht beeinflussen können, aber es ist schon bemerkenswert, dass es ausgerechnet im Juni endet. Also so die Europawahl ist dann vorbei und dann kann man nochmal darüber weiter verhandeln. Also ich glaube noch nicht, dass das vom Tisch ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden mal sehen. Ja. Also ich fand auch gerade die Frage, also erstens, wie oft dieses ISDS verwendet wird, ist nicht wirklich der Punkt, weil meine größere Kritik daran bezieht sich wirklich auf den möglichen Chilling-Effekt, dass allein durch die Möglichkeit, dass eben Staaten oder die Europäische Union, wenn sie neue Regulierungen im Sinne des Allgemeinwohls verabschiedet, eben im Vorfeld schon danach schauen muss, ob es Unternehmen gibt, die darunter möglicherweise zu leiden haben. Und es liegt immer nur mal in der Natur der Sache, dass wenn ein Staat oder die Europäische Union irgendwelche Dinge im Sinne der Allgemeinheit regelt, dass immer irgendjemand darunter zu leiden hat, sonst müsste man keine Regulierung treffen. Und insofern ist, glaube ich, die Effekte, die so eine ISDS hätte, die sind schon im Vorfeld so gravierend, eben weil die Europäische Kommission der einzige Gesetzesinitiator in der EU ist. Das heißt, es gibt auch überhaupt keine Möglichkeit für die Öffentlichkeit oder für den Gesetzgeber, das Europäische Parlament, selbst solche Regulierungen auf den Weg zu bringen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Europäische Kommission in einer öffentlichen und transparenten Weise arbeitet. Und TTIP wird eben neue Regeln einführen im Bereich der Kooperation bei Regulierungen, die diese Transparenz untergräbt. Und ich glaube, wir haben auf beiden Seiten des Atlantiks, aber auch zwischen der EU und den USA im Moment eine Vertrauenskrise in der Demokratie. Die hat viel mit dem Überwachungsskandal zu tun. Sie hat aber auch mit den Fragen der grundsätzlichen demokratischen Legitimation der Europäischen Union zu tun. Und ich halte es für absolut elementar, dass wir dieses Vertrauen in die demokratischen Entscheidungsmechanismen zurückgewinnen und ein intransparent verhandelter Vertrag, der solche langfristigen Folgen haben könnte, der untergräbt dieses Vertrauen und ist deshalb, denke ich, gefährlich für die langfristige europäische Integration und für die europäische Demokratie. Macht Spaß, uns zu moderieren, oder? Super. Man muss gar nicht moderieren. Aber du hast wahrscheinlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Also von daher. Da ist die Hälfte schon von beantwortet, von daher. Ja, darf ich jetzt etwas dazu sagen? Also ja, natürlich, letztendlich wird das alles vom EU-Parlament genehmigt und auch von den Nationalstaaten. Also laut Deutschland. Also es gibt einige Länder, die denken, nee, das könnte man nur im EU-Parlament genehmigen. Und dann auch bei uns braucht es auch ein Genehmigungsverfahren innerhalb unseres Kongresses. Und wenn es einige Elemente gibt, die Kongressabgeordnete, also die nicht, also wenn die nicht auch der Meinung sind, dass die wichtig sind, dann wird es nicht genehmigt. Und auch bei den, also im EU-Parlament. Ich will das nochmal aufgreifen, weil ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass in dieser Diskussion um TTIP es doch relativ häufig um
meinen. Ja, ja, eben auf ihrer Seite. Deswegen ist es ein bisschen ein bisschen unfair, dass Sie nun auf der TTIP-Verteidigerseite stehen und wir so ein bisschen auf der kritischen Seite, weil meine Befürchtung ist ja überhaupt nicht, dass Amerika uns jetzt etwas aufoktroyieren will. Meine Befürchtung ist vielmehr, dass unsere demokratischen Strukturen nicht funktionieren. Dass das Europäische Parlament nicht das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, nein, wir wollen das nicht, wenn ein Vertrag lange ausverhandelt ist und in zig Verhandlungsrunden mehr oder weniger beschlossen auf dem Tisch liegt. Mein Problem ist die Intransparenz, mit der die EU-Kommission in dieser Sache agiert. Mein Problem ist, dass ich auch mir aus vielen anderen Gründen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ich sage nur Stichwort ESM, mir nicht vorstellen kann, dass der Deutsche Bundestag, wenn er denn die Möglichkeit überhaupt bekommt, zu so einem Abkommen sagt, nein, das gefällt uns so nicht. Diese Bedenken habe ich einfach. Ich glaube, das ist jetzt so der erste Ernstfall der europäischen Handelspolitik, wo wir merken, wir haben da eine so große Zahl von Kompetenzen an die Europäische Union abgegeben und die demokratische Legitimation läuft hinterher. Sie reicht einfach nicht aus. Und das spüren wir an diesem Freihandelsabkommen und das macht so ein ungutes Gefühl im Bauch und deswegen sind die Befürchtungen auch so groß. Also ich kann mich dem nur anschließen, der Druck auf die Europaabgeordneten, diesem Vertrag zuzustimmen, ist sehr, sehr groß. Die demokratischen Einflussmöglichkeiten gleichzeitig sind sehr klein. Also die Europaabgeordneten sind nur in einem sehr geringen Maße überhaupt in die Verhandlungen eingebunden. Sie werden nur nach den jeweiligen Verhandlungsrunden, wird ein kleiner Teil eines Ausschusses über bestimmte Aspekte des Verhandlungsvorgangs gebrieft. Es gibt keinen Zugang zu dem Entwurf des jeweiligen Verhandlungskapitels und dieses Veto oder die Möglichkeit, den Vertrag am Ende eben zuzustimmen oder abzulehnen, beschränkt sich darauf, ein Votum zu dem ganzen Text zu machen. Und natürlich, wie Sie schon ausführten, gibt es viele Punkte, viele technische Standards, wo eine Harmonisierung für keine Seite einen Nachteil bedeuten würde und wo natürlich ein großer Druck ist, diese Harmonisierung auch zuzulassen. Also irgendwie solche Beispiele wie beim Automobilmarkt, welche Farben jetzt irgendwie die Blinker haben oder solche Geschichten. Die Europaparlamentarier müssen sich also dann entscheiden, ob sie diesem gesamten Gesetzestext zustimmen, der eben große Probleme bergen wird für die Demokratie und für die zukünftige Regulierung. Oder sie lehnen das Ganze ab und sie riskieren damit nicht nur, dass im Prinzip die gesamten Verhandlungen über technische Standards, die unproblematisch sind, hinten runterfallen. Sie riskieren auch ein großes diplomatisches Problem, weil es natürlich auch von beiden Seiten, von beiden Regierungen als ein Prestigeprojekt inszeniert wird, das viel Wirtschaftswachstum und viele neue Jobs bringen soll, obwohl, wie gesagt, fragwürdig ist, wie groß dieses Wirtschaftswachstum dann tatsächlich sein wird. Das heißt, die Europaparlamentarier begeben sich damit eben auch in eine extrem schwierige Situation. Und insofern ist es eigentlich nur durch frühzeitige und intensive Aufklärung der Bevölkerung überhaupt möglich, dass das Europaparlament eine wirkliche demokratische Entscheidung treffen kann. Wenn ein Vertragstext, der wirklich tausende von Seiten umfassen wird, wenige Monate vor diesem Votum überhaupt erst das Licht der Öffentlichkeit erblickt, dann hat die Zivilgesellschaft keine Chance und dann haben auch die Parteien keine Chance, die Öffentlichkeit in irgendeiner Form adäquat über den Inhalt aufzuklären. Und damit ist auch dieses Votum des Europaparlaments, so wichtig es ist, auch ein Stück weit abgewertet. Also man kann nicht davon sprechen, dass die Legislative hier in irgendeiner Form ein Level Playing Field hat. Also sie sind nicht in der gleichen Weise in der Lage, sie eher auf dieses Abkommen Einfluss zu nehmen, wie das eben die Europäische Kommission hat. Also ich kann nicht für die EU-Kommission sprechen. Ich kann nur sagen, dass bei uns in den Staaten, dass die Kongressabgeordnete und auch viele NGOs und andere Gruppen, natürlich auch von den Firmen, die haben Zugang zu den verschiedenen Dokumenten und die verschiedenen Kapiteln von unserer Seite. Die müssen diese Dokumente in einem Leseraum lesen und die können die Dokumente nicht mitnehmen natürlich, weil wenn alle Dokumente veröffentlicht wurden,
dann wäre das für uns also keine Verhandlung mehr. Und also ich würde auch fragen, was für einen Vorschlag haben Sie denn, um dieses Verfahren, um dieses Prozess zu verbessern? Also ich würde das in Frage stellen, dass eine Verhandlung mit offenen Karten nicht möglich ist, weil gerade dieser Aspekt des Vertrauens und wenn es wirklich darum geht, für beide Seiten einen Vorteil zu verschaffen und Dinge zu harmonisieren, die keiner der beiden Seiten niedrigere Standards bescheren soll, warum sollte dann eine Verhandlung nicht öffentlich stattfinden können? Man will doch den Verhandlungspartner. Ja, also wir glauben, dass eine Verhandlung zu einer Win-Win-Situation führen kann, aber es gibt immer in einer Verhandlung also die erste Positionen und dann die Fallback-Positionen und so weiter. Und das wäre unheimlich schwer zu tun, wenn wir das öffentlich machen würden. Und welche Gruppen würden dann das Recht haben, dieses Prozess zu beeinflussen? Eine Gruppe mit 50.000 Mitgliedern, eine Gruppe mit 5 Millionen Mitgliedern oder eine Gruppe mit 5 Mitgliedern? Also genau dafür haben wir ja eine parlamentarische Demokratie. Ich würde grundsätzlich mal überlegen, ob es überhaupt notwendig ist, Unternehmen und auch die Zivilgesellschaft institutionalisiert in diesen Prozess einzubringen. Natürlich ist es wichtig, dass alle Unternehmen und alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sich ihre Meinung zu TTIP und zu dem Verhandlungsentwurf öffentlich machen können. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es über die gewählten demokratischen Vertreter hinaus einen institutionalisierten Einfluss auf den Verhandlungsprozess geben muss. Also unsere Verhandlungsmannschaft hat ein Mandat von dem Kongress bekommen und das nach mehr als 90 Tage Konsultationen zwischen Mitgliedern des Kongresses und dann auch öffentliche Gruppen, also NGOs, wie ich gesagt habe, und auch die verschiedenen Konzerne in den Vereinigten Staaten. Gut, also wie gesagt, also ich kann die EU-Kommission nicht verteidigen. Ich kann nur also für die US-Regierung sprechen. Ne? Ja, auf europäischer Seite ist es tatsächlich noch einen Schritt problematischer, dadurch, dass eben das Verhandlungsmandat vom Rat kommt. Das heißt, hier sind es die Exekutiven der Länder, die der Exekutive auf europäischer Ebene ein Verhandlungsmandat gibt. Und im Prinzip werden die Parlamente in diesem Prozess vollkommen außen vor gelassen. Ja, und das bei den mangelnder zivilgesellschaftlicher Vernetzung, mangelnder Wahrnehmung der europäischen Prozesse, weil sie eben auch verdammt kompliziert sind, weil eben sehr, sehr viele Player mitspielen und hier haben sich Lobbyisten eher den exklusiven Zugang gesichert, als es meinetwegen die europäische Öffentlichkeit, die eben wenig wahrnimmt, was in Brüssel passiert, weil es eben sehr weit weg scheint. Ja, also ich glaube, wir erleben an vielen Stellen so diese Argumentation, dass eben anstelle der normalen parlamentarischen Prozesse eben alle Verhandlungspartner oder alle Stakeholder an einen Tisch geholt werden. Aber so ein System hat immer einen großen Vorteil für die finanzstarken großen Unternehmen gegenüber zivilgesellschaftlichen Gruppen. Ich sehe das selber, ich habe relativ viel mit digitalen Grundrechtsorganisationen in Brüssel zusammengearbeitet, die vielleicht mit ein oder zwei festangestellten Leuten solchen Firmen wie Google gegenüberstehen, die halt wirklich einen Millionenetat für Lobbyismus allein in Brüssel haben. Und in so einer Situation kann eben nicht davon ausgegangen werden, es können sich ja alle beteiligen. Also genauso ist das natürlich auch bei den Konsultationen der Europäischen Kommission. Und ich hoffe auch, dass es auf amerikanischer Seite trotzdem so einen Prozess geben wird, dass man sich zum Beispiel zu ISDS äußern kann. Aber trotzdem haben auch in solchen Konsultationen natürlich große Unternehmen, die Menschen dafür bezahlen können, diese Konsultationen zu beantworten, einen strukturellen Vorteil gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern oder gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen. Naja, trotz dieser Vorteil wurde ACTA, also ACTA ist dann gescheitert, ne? ACTA ist gescheitert wegen einer Kombination aus großen Protesten in der Bevölkerung in ganz Europa und international in Kombination mit einzelnen Abgeordneten, unter anderem Amelia Anderstorter von den Piraten, die
die eben im Parlament versucht haben, ja, parteiübergreifende Diskussionen über solche Themen wie das Urheberrecht anzustoßen. Ich glaube aber, dass diese Handelsabkommen, die ja oftmals bilateral sind, in einem so großen Tempo verabschiedet werden, dass es praktisch unmöglich ist für die Zivilgesellschaft, gegen jedes einzelne dieser Handelsabkommen Massenproteste zu starten. Also es kann natürlich sein, dass das bei TTIP gelingt und dass TTIP abgelehnt wird, weil in ganz Europa Menschen auf der ganzen Welt Menschen protestieren, dann wird halt CETA, das Handelsabkommen der EU mit Kanada, verabschiedet, wo zum Beispiel zum Investorenschutz die gleichen Regeln drinstehen. Und wir hatten kurz den Fall, den ISDS-Fall mit Philip Morris und Australien. Da war es genau so, dass eine Firma, die eigentlich halt aus den USA kommt, über ihre Tochterfirma in Hongkong geklagt hat, weil eben Australien ein bilaterales Handelsabkommen mit Hongkong hatte. Und insofern ist es, glaube ich, ja, also ist die Zivilgesellschaft wirklich mehr oder weniger aufgeschmissen, weil sie hat nicht genug Energie und nicht genug Ressourcen, sich gegen jedes einzelne Handelsabkommen zur Wehr zu setzen, was irgendwie problematisch ist. Aber diese bilateralen Handelsabkommen haben Auswirkungen auf Länder, die überhaupt nicht mit am Verhandlungstisch saßen. Und insofern würde ich dazu anregen, anstatt überhaupt ein bilaterales Handelsabkommen zu haben, einen multilateralen Ansatz zu wählen über die Welthandelsorganisation und wirklich mit allen Ländern zu verhandeln, die von diesem Freihandel zwischen der EU und den USA wirklich betroffen sind. Weil das sind selbstverständlich nicht nur die europäischen und die amerikanischen Staaten, die daran beteiligt sind. Okay. Ich bin zu gut erzogen. Ich gucke immer bitte. Nee. Das war so noch eine Erwiderung. Ja. Sie? Nee, also. Vielleicht kann ich es nochmal als Frage formulieren. Also warum überhaupt ein bilaterales Handelsabkommen? Es ist doch offensichtlich, das sind die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt. Ja. Und was auch immer die EU und die USA zusammen beschließen, wird Auswirkungen auf den Welthandel haben. Warum holt man nicht die Entwicklungsländer mit an den Tisch, die davon betroffen sind? Ja, weil die WTO-Gespräche gescheitert sind. Die gehen nicht weiter voran und deswegen versuchen wir sowohl ein TPP, also Transpazifische Partnerschaft, abzuschließen, als auch TTIP. Und wir denken auch, dass durch die, also die höhere Standards in einem TTIP oder TPP, dass die anderen Länder auch angefördert werden oder angespornt werden, ihre Standards auch zu erhöhen. Und das könnte auch also zu mehr Handel zwischen den Drittländern, also diese anderen Ländern und die EU und den Vereinigten Staaten dazu führen und auch im pazifischen Raum. Gut, also mit anderen Worten, es würden Fakten geschaffen. Also es mag sein, natürlich im Fall von höheren Standards, dass es in unserem Interesse ist, dass sich andere Länder dem dann anschließen, aber trotzdem werden doch dann die Bevölkerung dieser Länder mehr oder weniger entmachtet, weil sie halt den Fakten, die da von der EU und USA geschaffen wurden, folgen müssen, um eben am Welthandel teilzunehmen. Aber sie selbst wurden überhaupt nicht gefragt. Die Bevölkerung wurde nicht gefragt und sie sind nicht in dem gleichen Maße demokratisch an diesen Entscheidungen beteiligt. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, über einen multilateralen Ansatz wirklich alle Menschen, die von diesem Freihandel betroffen sind, demokratisch einzubinden. Und ich glaube, das würde die Legitimation so eines Abkommens erheblich erhöhen. Also schön wäre es, wenn das möglich wäre, aber ob das heutzutage möglich ist, das zweifle ich. Also ich finde das zweifelhaft, weil also ich denke nicht, dass die Mehrheit von den Ländern, die jetzt in den WTO-Verhandlungen beteiligt sind, dass die also richtig ihre, also die Bevölkerung befragen, bevor die ihre Positionen also zusammenstellen. Gut, tun wir auch nicht wirklich, also würde ich behaupten, weil wir wissen ja nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Das Mandat wurde nicht parlamentarisch beschlossen. Insofern ist es auch in der Europäischen Union nicht so, dass die Bevölkerung wirklich gefragt wird. Okay, aber gegen Freihandel sind Sie nicht? Nein, aber ich habe tatsächlich ein Problem,
mit im Geheimen verhandelten bilateralen Handelsabkommen, weil die tatsächlich Auswirkungen haben, die über die Verhandlungspartner hinausgehen und die es auch unmöglich machen, also die spannen im Prinzip ein Netz aus bilateralen Handelsabkommen und jedes Land ist in mehrere von diesen eingebunden und kann auch nicht ohne weiteres irgendeine negative Entwicklung wieder aufhalten. Wenn jetzt zum Beispiel Deutschland in der Energiecharta ISDS hat und von Vattenfall verklagt werden kann, wir haben jetzt festgestellt, es ist nicht im Sinne der Allgemeinheit, dann kann man aber auch nicht nur dadurch, dass man die Energiecharta aufkündigt, dieses Problem lösen, weil Deutschland hat ja noch andere Handelsabkommen abgeschlossen mit anderen Ländern, wo auch ISDS drin ist. Und es schafft einfach eine Ohnmacht bei den Menschen, die das Gefühl haben, sie können überhaupt keine demokratischen Veränderungen mehr treffen, weil sie in so viele internationale Abkommen eingebunden sind, dass der Handlungsspielraum komplett weg ist. Statement abgeben, das eigentlich nicht unbedingt eine Frage ist. Bitte. Es ist ja hier eben schon angeklungen, dass es ein Problem USA, Deutschland und Misstrauen gibt. Das ist für mich überhaupt nicht das Thema. Ich bin zwar ein scharfer Kritiker der US-Regierung, aber vielleicht noch ein schärferer Kritiker unserer eigenen Regierung. Insofern muss ich jetzt gar nicht über die USA sprechen, das ist gar nicht mein Thema. Ich spreche jetzt mal über die EU. Und nach meinen Erfahrungen, die ich in meinen Beobachtungen, die ich gesammelt habe, ist die EU eine Organisation, die ganz stark von Konzerninteressen beeinflusst wird. Stärker noch als von irgendwelchen anderen demokratischen Kräften. Und das ist übrigens bei der Bundesregierung in Berlin, ist das übrigens auch nicht viel anders. Es gibt viele Bereiche, wo man nachweisen kann, dass die Politik, die in Berlin gemacht wird, von Frau Merkel jetzt zur Zeit, aber auch früher war das viel besser, dass die ganz stark beeinflusst wird von Konzerninteressen. Und mein Eindruck ist, dass bei diesen ganzen TTIP-Verhandlungen vor allen Dingen die Interessen der Konzerne bedient werden. Es geht also, wie gesagt, nicht die Konzerne der USA und die Konzerne in Europa, wobei es ja sogar Connections gibt zwischen diesen Konzernen. Das ist ja nicht so, dass da nicht auch Querverbindungen bestehen würden. Mein Eindruck ist, dass die Konzerne sich Erleichterungen verschaffen wollen im Bereich verschiedener Standards. Das ist ja hier schon genannt worden. Das sind Umweltstandards, das sind Lebensmittelstandards, das sind vor allen Dingen auch soziale Standards, Betriebsratsrechte, das sind Gewerkschaftsrechte. Das sind alles Fragen, die natürlich für die Konzerne unbequem sind, lästig sind und möglicherweise sogar, das will ich auch durchaus zugestehen, Profit-Grenzen setzen und auch was kosten. Die sind also nicht umsonst. Beispiel ein Betriebsrat. Die Tätigkeit von Betriebsräten wird von Unternehmen finanziert. Das kostet ein Unternehmen, eine Kleinigkeit, einen Betriebsrat zu unterhalten. Und bestimmte Standards im Umweltbereich für einen Betrieb einzuhalten, zum Beispiel bei den Abgasen oder was auch immer, das kostet zum Betrieb natürlich Geld. Und so wie wir unsere Konzerne kennen, ich spreche jetzt mal von denen, die wir kennen, jetzt in der Bundesrepublik, ich will jetzt gar nicht die US-Konzerne angreifen, so wie wir unsere Konzerne kennen, versuchen die natürlich alles, um diese Kosten zu minimieren und haben auch relativ wenig Skrupel, dabei auch mit der Umwelt sehr schludrig umzugehen. Ich nenne ein Beispiel, ich nenne den RWE-Konzern. Das ist ein Skandal, was RWE an CO2 in die Luft bläst, an Quecksilber in die Luft bläst, an Feinstaub in die Luft bläst, in einer Situation, wo man längst die Möglichkeit hätte, unsere Stromerzeugung auf ganz anderen Wegen zu realisieren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass eine Vertreterin des Konzerns RWE während der Verhandlungen jetzt im Vorfeld des Erneuerbaren Energiegesetzes bei der Frau Merkel ständig ein- und ausgegangen ist. Dieser Konzern hat einen erheblichen Einfluss auf das, was Frau Merkel tut und denkt. Und noch viel schlimmer ist es, wenn ich mir die EU angucke. Bei uns gibt es ja immerhin noch jetzt auf der nationalstaatlichen Ebene noch Parlamente, die da zumindest sagen können, dies und jenes wollen wir nicht und können sich in gewisser Weise versuchen, gegen Konzerne zu positionieren. Auf EU-Ebene ist das noch viel schwieriger. Ich habe ja den Eindruck, dass ein Großteil der Politik, die in der EU gemacht wird, rein konzerngesteuert ist von den großen Konzernen in der EU. Und man braucht sich ja nur, Lobby Control hat es ja immer wieder veröffentlicht,
mal anzugucken, was die an Personal in Brüssel rumlaufen haben, die Großkonzerne, um Lobbyarbeit zu betreiben. Frau Reda hat das ja auch eben schon angedeutet, zu Recht. Und da sehe ich die Gefahr. Also das liegt überhaupt nicht im Misstrauen jetzt gegenüber den Bespitzelungen jetzt seitens der USA. Das will ich jetzt gar nicht so in den Vordergrund stellen. Die Bespitzelung durch unseren eigenen Inlandsgeheimdienst von oppositionellen Kräften in der Bundesrepublik finde ich genauso schlimm. Da muss man sich nicht gegenseitig die Sachen um die Ohren hauen. Das hat was zu tun mit Macht und wie sie umgesetzt wird. Und ich glaube, von dieser Seite her müssen wir das angehen. Und da müssen wir, denke ich, auch den Widerstand gegen dieses TTIP-Abkommen von unten, von der Basis her, von den wirklich Betroffenen organisieren. Und ich bin von ATTAC, ich bin bei ATTAC aktiv. Wir haben jetzt seit Wochen machen wir schon Aufklärungsarbeit, Unterschriftensammlungen und Infostände in der Stadt, um die Bevölkerung gegen das TTIP-Abkommen zu mobilisieren. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir das verhindern. Punkt. Ja, es ist genau das, was ich meinte, wenn ich sagte, die demokratische Legitimation hinkt hinterher in der Europäischen Union. Wir haben die Probleme, die Sie geschildert haben, ein Heer von mehreren tausend Lobbyisten belagert, einige wenige hundert Parlamentarier und da kann man sagen, ja gut, es gibt ja ein Lobbyregister im Europäischen Parlament. Ja, es sind aber nicht die Parlamentarier alleine, die an den politischen Entscheidungen mitwirken, sondern es sind dann noch diverse Beamte der Rat der Europäischen Union, die ja ebenfalls unter dieser Belagerung der Lobbyisten leiden. Dazu kommt, es mangelt an einer europäischen Zivilgesellschaft. Diese vernetzte Zivilgesellschaft, wie sie in Berlin existiert oder in anderen europäischen Hauptstädten, ist in Brüssel einfach nicht da in dieser Form. Und es mangelt auch an Journalisten, die dieses Lobbygewirr kritisch unter die Lupe nehmen. Das kann man auch in Berlin kritisieren. In Brüssel ist es aber weit schlimmer. Und ich habe ein Stück weit das Gefühl, wenn wir jetzt über solche Handelsabkommen mehr und mehr die Zügel enger und enger ziehen, dann kommen wir vielleicht irgendwann dazu, dass die Demokratie oder die demokratische Legitimation in Brüssel besser wird. Dann gibt es aber nichts mehr zu entscheiden. Das ist ein ähnliches Gefühl, wie ich es mit der Einführung bundesweiter Volksentscheide habe, für die wir von mehr Demokratie seit vielen Jahren kämpfen, wo wir aber mittlerweile das Gefühl bekommen, naja, irgendwann kriegen wir vielleicht Volksentscheide. Aber die interessanten Entscheidungen, die werden dann sowieso schon in Brüssel getroffen. Da können wir mit den Volksentscheiden gar nicht mehr so arg viel machen. Also dieser Widerstand gegen TTIP ist gewissermaßen ein Symptom für ein Problem, was in der Europäischen Union noch viel tiefer liegt, nämlich für die mangelnde demokratische Legitimation. Und es wäre gut, wenn wir auch darüber nachdenken, wie wir hier einen Schritt weiterkommen. Ich möchte ein Stück weit jetzt mal die europäischen Institutionen in Schutz nehmen oder auch möglicherweise einen Lösungsvorschlag seitens der Piraten, was dieses Problem der demokratischen Legitimation angeht. Und das ist jetzt vielleicht ein etwas unpopulärer Vorschlag oder ist was, was auch oftmals von euroskeptischen Parteien kritisiert wird, ist dieser bürokratische Wasserkopf in Brüssel, den es da angeblich gibt. Ein Problem mit der europäischen Demokratie und der auch den großen Einfluss von Lobbyisten in Brüssel bedingt, ist, dass die Institutionen tatsächlich sehr, sehr klein sind. Also die Kommission hat einen Unterbau, der kleiner ist als so ein durchschnittliches, eine durchschnittliche Landesregierung in Deutschland. Das Europäische Parlament hat keinen wissenschaftlichen Dienst in dem Ausmaß, wie das jetzt zum Beispiel der Deutsche Bundestag hätte. Und sie sind deshalb auch ein ganz großes Stück darauf angewiesen, sich die Informationen von Lobbyisten zu holen, weil sie andere Informationsquellen oftmals überhaupt nicht haben. Und sie sind mit einer Fülle an Gesetzesinitiativen konfrontiert, die sie auch selbst mit den relativ wenigen Mitarbeitern, die sie haben, überhaupt nicht abarbeiten können. Insofern müssen wir tatsächlich auch, um diese europäische Demokratie zu stärken, mehr Geld in die Hand nehmen, um eben zum Beispiel so einen wissenschaftlichen Dienst des Europaparlaments aufzubauen und eben auch mehr unabhängige Expertise in diese Institutionen reinzuholen. Nur natürlich ist das ein Vorschlag, der bedeutet, dass man für die europäische Demokratie auch mehr Geld ausgeben muss als bisher. Eine Rückfrage dazu, Julia. Du sagtest, mehr Geld ausgeben. Jetzt ist mehr Geld ausgeben so ein leicht dehnbarer Begriff.
Genau, im Endeffekt wie viel? Weil die meisten Menschen haben jetzt mit der EU immer Summen in Verbindung im Hinterkopf, die ganz, ganz viele Nullen haben und die man sich eigentlich für als einzelner Mensch gar nicht vorstellen kann. Bloß so ein wissenschaftlicher Dienst wie beim Deutschen Bundestag, also ich weiß so ungefähr, was die im Jahr kosten, sind halt gar nicht ganz so viele Nullen. Hast du da eine genauere Vorstellung, was sowas im Endeffekt kosten würde? Viele, viele Millionen. Nein, also es ist ganz lustig, es gibt tatsächlich erste Schritte zu einem Ausbau des wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments. Der ist relativ moderat, also da geht es darum, 50 Leute einzustellen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiger Schritt. Und ein Grund, weshalb das jetzt wahrscheinlich wohl kommen wird, ist, dass die Europäische Konservative Fraktion, also die Europäische Volkspartei, mit Stimmverlusten in einem Ausmaß rechnet, die wohl dazu führen wird, dass sie ungefähr 50 weniger Mitarbeiter von ihren Abgeordneten werden beschäftigen können. Da kann man sich jetzt natürlich darüber wundern, über diese zeitliche Zusammenkunft, aber ich glaube trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht aus den falschen Gründen geschieht, ist es schon mal eher ein Schritt in die richtige Richtung, dass zumindest ein Stück weit diese Stellen aufgestockt werden sollen. Das ist aber natürlich, ich glaube, es würde wenig Sinn machen, wenn ich da jetzt konkrete Zahlen nennen würde. Aber 50 ist ja schon mal schön, dass ungefähr so das Doppelte an Menschen wie hier in Dortmund den Parkraum kontrollieren. Also um das mal klein runterzubrechen in dem Vergleich. Klar, also 50 wissenschaftliche Referentinnen, die 800 Europaparlamentariern zuarbeiten, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein irgendwo. Aber das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass von den Bürgern gewählte Volksvertreter, dass die die Aufgaben haben, die ihnen übertragen werden, zu lösen. Und dass man diesen Auftrag des Bürgers, jedes einzelnen Bürgers, nicht korrumpieren kann, indem von der Seite die Lobbyisten, die Wirtschaftsmacht, die Geldmacht Einfluss nimmt auf diese Leute. Es gehört dazu, wir brauchen eine klare Trennung zwischen dem, was man Rechtsleben nennen kann, das läuft nach demokratischen Grundsätzen ab, und dem, was Wirtschaftsleben ist. Im Wirtschaftsleben gibt es keine Demokratie in dem Sinne. Das muss sauber getrennt werden, dann hört das ganze Gerede von Lobbyismus auf. Also ich würde jetzt den Sinn von Lobbyismus nicht grundsätzlich in Frage stellen, weil ich glaube, gerade in dem Fall, wenn es um Harmonisierung von technischen Standards geht oder so, dann ist es vielleicht durchaus sinnvoll, sich ein Unternehmen anzuhören, das irgendwie genau die technischen Geräte herstellt, die von diesen Standards konfrontiert sind. Also ich glaube, dass ein institutionalisierter Lobbyismus auch von Unternehmen jetzt nicht grundsätzlich zu verteufeln ist. Entscheidend ist natürlich, dass dieser Einfluss nicht die tatsächlichen demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten so weit überlagert, dass die Abgeordneten dem gegenüber völlig machtlos sind. Nein, das ist auch nicht gemeint. Aber wenn es nicht mehr einen sogenannten Einheitsstaat gäbe, sondern wir hätten einen Staat, der dreigliedert wäre, ein Rechtsleben, was nach demokratischen Grundsätzen verläuft, ein Wirtschaftsleben, was die Aufgabe hat, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, und wir hätten ein Kulturleben und Geistesleben, wo es darauf geht, das ganze Bildungswesen, dass jeder die Fähigkeiten entwickeln kann, die er mitbringt mit seinen Begabungen. Wenn wir da eine saubere Trennung hätten und diese drei Säulen würden miteinander umgehen wie autonome Staaten, dann könnten die aufeinander Einfluss nehmen, aber nicht durch die Hintertüren. Ich glaube, das ist eine sehr grundsätzliche Sache, die den Rahmen so ein bisschen sprengt. Ich glaube, das ist eine... Das mag ja durchaus sein, aber ich möchte das trotzdem mal gesagt haben. Das ist doch weil gut, die Probleme, die wir die heute haben, ist jetzt klar gewesen, weisen darauf hin, dass wir noch lange nicht tief genug die Probleme angeschaut haben, wo die wirklichen Ursachen liegen. Ja. Ja. Aber ich würde ganz gerne so ein bisschen hier bei dem relativ kleinen Thema im Gegensatz zu dem, was Sie aufgeworfen haben, bleiben, weil dafür sind die meisten Leute jetzt da. Die grundsätzliche Beobachtung können wir gerne auch nochmal eine Veranstaltung zu machen. Wir können gerne gleich mal Kontaktdaten austauschen.
Bloß ich würde jetzt gerne bei dem Freihandelsabkommen erstmal so roundabout bleiben. Wir sind schon ein bisschen sehr in Richtung EU abgeschwiffen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Mich würde an der Stelle zum Beispiel interessieren, wie sieht das auf der US-Seite eigentlich aus? Wie nehmen da die NGOs Einfluss? Ja, also oder auch die Firmen? Okay. Nach jeder Verhandlungsrunde gibt es eine Konsultationsrunde zwischen dem US-Verhandlungsführer, also entweder Froman oder Dan Mulaney, und verschiedenen Gruppen, also entweder die NGO oder NGOs, Zivilgesellschaft und auch Firmenvertreter. Und in den Vereinigten Staaten, bevor wir das alles begonnen haben, haben wir eine Comment Period, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausdrücken würde, also eine Zeitraum, wo alle Gruppen, also von Gewerkschaften bis zum Umwelt-NGOs auf dieser grundsätzliche Mandat kommentieren dürften. Eine Beteiligungsphase gewissermaßen. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Also die könnten darauf kommentieren und dann also haben wir versucht, diese verschiedenen Meinungsrichtungen zu inkorporieren und danach dann entstand dieser Verhandlungsmandat. Also das war für uns ein Teil. Und dann, wie gesagt, zu jeder Zeit können die Kongressabgeordnete Zugang zu den Dokumenten haben. Also die können in diese Reading Rooms gehen, die sind abgeschlossen und da darf man auch keine Kopie davon machen. Die können die Texte lesen, kommentieren, kritisieren und so weiter und dann gehen die Verhandlungen weiter. Die Verhandlungsführer müssen auch zeigen, dass die versucht haben, diese Kritik, wenn es Kritik gibt, auch mit einzuziehen. Habe ich eine Nachfrage? Sind die Verhandlungsführer bekannt? Bei den NGOs oder bei den Abgeordneten? Ja. Also die auf unserer Seite? Ja, also die sind öffentlich schon bekannt. Also die stehen auch auf unserer Website, USTR. Die Bundesregierung hat auf Anfrage gesagt, nö, wir wissen nicht, wer in diesen Verhandlungen verhandelt. Das hat die EU-Kommission entschieden, das haben wir auch zu akzeptieren. Nee, also die sind schon bekannt. Also man reist nicht mit 140 US-Regierungsvertretern, die unbekannt sind. Also das wäre nicht möglich heutzutage. Okay, Nico, du hattest eine Frage? Ja, ich habe jetzt viele Dinge mitgenommen, aber vor allen Dingen eine Sache, das ist, dass es ja eine Möglichkeit geben könnte, eine gewisse Transparenz da reinzubringen. Und deshalb die Frage an Sie, Herr Generalkonsul, ist es möglich, eventuell TTIP aufzuteilen in den Teil, der so einfach gestrickt zu sein scheint? Julia Reda hat darauf hingewiesen, mit der Farbe der Blinker, sozusagen in einen größeren, transparenten Rahmen mit einzubeziehen. Und naja, ich sag mal, die Dinge, die Bauchschmerzen machen, wo sie weiterhin möglicherweise nicht bereit sind, eine größere Transparenz als die sie gerade, wir im Parlament sagen, da bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen immer, da müssen die Leute so eingeschlossen sein, sie sprachen von keinen Kopien und so weiter. Also nochmal die Frage, kann man das so aufteilen, dass es einen größeren, transparenten Raum gibt für einen Teil und einen weiteren, naja, wo man das dann weiterhin so intransparent laufen lässt? Ja, da bin ich leider ein bisschen überfragt, weil ich weiß nicht genau, wie die Verhandlungsführer dieses Verfahren machen. Also ich könnte spekulieren, aber das wäre kein richtiges Antwort. Ich denke, wir werden versuchen, also dieses TTIP-Abkommen als ein ganz umfassendes Abkommen zu verhandeln. Wenn das uns nicht gelingt, dann müssen wir sehen, ob es dann auch einige von den sogenannten Lower Hanging Fruits, also die Abschaffung von Zöllen zum Beispiel, das soll etwas einfacher sein. Das ist auch total transparent. Also man kann schon lesen, was für welche Prozent also Zölle, Import und Export oder Importzölle bestehen schon auf Produkte wie Äpfel zum Beispiel aus Europa.
das könnte man vielleicht schon machen, aber ich würde nicht wagen, diese Frage direkt zu beantworten, weil ich kenne die Einzelheiten von den Verfahren überhaupt nicht. Okay, David, bitte. Ja, ich möchte dieses TTIP ein bisschen besser verstehen. Deswegen eine Frage an alle drei Diskutanten da unten. Nehmen wir mal an, wie durch ein Wunder, ein gutes oder ein schlechtes, wird heute Nacht TTIP umgesetzt. Wir wissen natürlich nicht genau, was drinsteht, klar, aber nehmen wir an, es wird umgesetzt. Jetzt wache ich David gerade morgen früh hier in Dortmund auf. Woran merke ich, dass plötzlich TTIP da ist? Und zwar am besten einmal in einem Best-Case-Szenario, also es ist alles so, wie Sie persönlich sich das wünschen würden, und einmal in einem Worst-Case-Szenario, es ist alles so, wie Sie persönlich sich das überhaupt nicht wünschen würden. Okay, ich nehme den Best-Case-Szenario. Ja, also es würde natürlich nicht über Nacht passieren, aber sag mal kurzfristig und mittelfristig und dann langfristig. Also unser Ziel ist mehr Wachstum, also Bruttoinlandsprodukt. Woran merke ich das? Ja, okay. Ganz persönlich. Komm ich dazu. Durch dieses Wachstum dann auch mehr Arbeitsplätze, also man weiß nicht genau wie viel, also man schätzt 2 Millionen neue Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks, das weiß man noch nie. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen und dann die Firmen müssen darauf reagieren. Aber mehr Arbeitsplätze und dann die Produkte, billigere Produkte, also Produkte zu günstigeren Preisen. Das würden Sie merken. Also wären Sie auch ein Exporter, also ein Mittelstandsfirma aus Nordrhein-Westfalen, vielleicht sehen Sie, dass die Bürokratie, wenn man versucht, ein Automobilteil in den Staaten zu exportieren, dass die, also diese Red Tape, die Bürokratie weniger wird. Also das würden Sie also sofort merken. Also Best Case Scenario kann ich nicht sagen. Ja, der Worst Case ist, aus welcher Gemeinde kommst du? Aus welcher Stadt? Hier aus Dortmund? Also zum Beispiel eine amerikanische Firma wünscht sich eine Baugenehmigung zu einem bestimmten, für eine bestimmte Investition, ein Grundstück, das sie bereits besitzt. Du bist dagegen, dass dieser Betrieb dort errichtet wird, versuchst über ein kommunales Bürgerbegehren zu verhindern und stellst fest, dir schlägt ziemlicher Wind entgegen, weil eben ein Investor-Staatsverfahren dann droht. Das bedroht ja nicht nur die Bundesrepublik, sondern kann eben auch Land und Kommunen dann treffen. Also hier wäre der Spielraum für die kommunale Selbstverwaltung durch das TTIP dann schon eingeschränkt. Okay, das muss ich jetzt auch beantworten. Also dieses ISDS-Verfahren betrifft keine neue Investition. Das ist nur eine Investition, die schon besteht. Und dann versucht die Regierung ein neues Gesetz zu verabschieden. Und das diskriminiert oder irgendwie enteignet die Investition von dieser Firma. Aber das wäre unter unserem Model bilaterale Investitionsvertrag nicht gelten. Das ist eine neue Investition. Wenn man versucht, zum Beispiel hier eine Fracking-Operation zu machen, und das wäre dann total gegen das Gesetz, da hätte man überhaupt keinen Grund, dieses ISDS-Verfahren zu nutzen, zu verwenden. Ja gut, es ist ja theoretisch schon möglich, dass die Firma das Grundstück bereits besitzt und da investiert hat, oder? Das wäre möglich. Das wäre möglich. Dann wäre das vielleicht theoretisch schon ein Fall. Ich gebe zu. Gut, Worst-Case-Szenario wäre sicherlich, dass auf beiden Seiten die Standards nach unten harmonisiert werden. Es ist wahrscheinlich, also es ist, denke ich, relativ unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung das mit sich machen lässt, wenn es wirklich so ist, dass die Finanzstandards in den USA auf europäisches Niveau sinken und die Nahrungsmittelstandards in Europa auf US-Niveau sinken. Ich hoffe und ich glaube, dass in dem Fall es so große Proteste geben wird, dass ein solches Abkommen nicht unterzeichnet wird. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, wir werden in den nächsten Jahren es mit einer ganzen Reihe von wirklich großen globalen Problemen zu tun haben, auf die EU eigentlich die einzige Ebene ist, wo wir vernünftig darauf antworten können. Also nehmen wir an, TTIP wird verabschiedet. Jetzt möchte die Europäische Union danach die Datenschutzgrundverordnung verabschieden, die dafür sorgt, dass es in ganz Europa einen einheitlichen Datenschutz gibt.
Wenn sie das tut, kann dann zum Beispiel Facebook das in seine Firmenzentrale seinen Sitz in Irland investiert hat, weil dort der Datenschutz am niedrigsten ist, gegen die Datenschutzgrundverordnung klagen, weil plötzlich wegen dieser Verordnung der Datenschutz in Irland steigt und Facebook als ein amerikanisches Unternehmen unfair diskriminiert wird, weil es ja seine Daten an die amerikanische Regierung herausgeben muss. Facebook ist verpflichtet dazu und hat dadurch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber einem europäischen Konkurrenten und kann ein ISDS-Verfahren anstreben, bekommt dann womöglich Schadensersatz von der Europäischen Union, der von deinen Steuergeldern bezahlt wird. Das ist natürlich ein bisschen, es sind immer eine ganze Reihe von Schritten, die da geschehen müssen, aber ich glaube, das ist das große Problem, dass eben wenn TTIP erstmal verabschiedet ist, es praktisch unmöglich wird, in irgendeinem Bereich, sei es Umweltschutz, sei es Verbraucherschutz, sei es Datenschutz, die Standards im Nachhinein zu erhöhen. Insofern ist es auch nicht besonders verwunderlich, dass die Bundesregierung im Moment die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung verzögert, weil es eben wesentlich schwieriger wird, sie zu verabschieden, wenn TTIP erstmal in Kraft ist. Aber Sie nehmen an, dass der Staat immer die solche Verfahren verliert. In den Vereinigten Staaten zumindest hat, also ich glaube, da waren 18 oder 19 Anklagen gegen den Staat und also die US-Regierung hat 17 davon gewonnen. Naja, also ich glaube, es ist relativ egal, ob tatsächlich dann am Ende das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, weil eben allein durch die Drohung, dass es dazu kommen könnte, es schwieriger wird, überhaupt sowas zu verabschieden. Zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung muss der Rat zustimmen. Wenn Irland damit rechnet, dass ihm daraus ein Schaden entsteht, dann ist wahrscheinlich die Chance wesentlich größer, dass Irland im Rat dagegen stimmt oder vielleicht auch die besonders finanzstarken Länder in der Europäischen Union, weil sie damit rechnen, dass sie danach diesen Schadensersatz womöglich begleichen müssen. Insofern, also ich denke, es kommt weniger darauf an, wer bei den ISDS am Ende tatsächlich gewinnt, sondern dass es diese Institution überhaupt außerhalb der normalen staatlichen Gerichte gibt. Ja, zumal das relativ gut ausgewählt ist. Ich muss das gerade selber nochmal nachgucken. Für diese Freihandelsabkommen 30% der Fälle gewinnen die Investoren, in 40% der Fälle der Staat. Mhm. Also jetzt mal über alle Verfahren hinweg gesehen. In dem Rest der Fälle wird ein Vergleich geschlossen. Mhm. Der Vergleich heißt aber meistens dann auch, dass der Staat irgendwie ein Stück weit zurückgehen muss oder Geld fließt oder. Also da fällt die Bilanz nicht ganz so günstig aus, wie Sie sie gerade genannt haben. Naja, in den Staaten zumindest. Ja, gut. Also. Ja, auf ISDS, also ich glaube, wir kommen immer zurück auf diese ISDS-Frage und deswegen ist es auch wichtig, dass es innerhalb der EU diskutiert wird, bis Juni, wie gesagt. Und das ist auch einmalig in solche Freihandelsverhandlungen, dass ein Auszeit genommen wurde, um solche Fragen auswendig zu diskutieren. Aber ich glaube, dass eine TTIP-Verhandlung nicht nur auf diese ISDS-Frage scheitern wird, genauso wie es nicht auf Chlorhühnchen scheitern wird. Gut, also ich möchte nur nochmal betonen, auch wenn ISDS wirklich einer der ganz großen Klopper ist, die da drin sind, auch ohne ISDS sehe ich trotzdem große Probleme für die Demokratie, die eben mit diesem Bereich der Kooperation bei der Regulierung zu tun haben, weil auch wenn es kein ISDS gibt, werden Unternehmen mit TTIP einen privilegierten Zugang zu den Gesetzgebern oder halt zur Europäischen Kommission und auch zu den amerikanischen Regulierungsbehörden haben, zu einem Zeitpunkt, wo die Öffentlichkeit noch überhaupt nicht darüber informiert ist, dass es eine Regulierung geben soll. Natürlich mit ISDS ist es noch problematischer, weil sie dann auch ein Druckmittel haben und tatsächlich irgendwie der Kommission sagen können, okay, wenn ihr das verabschiedet, werden wir klagen. Aber auch wenn sie das nicht haben, ist dieser Informationsvorsprung und der privilegierte Zugang, den die Öffentlichkeit nicht hat, ein ganz großes Problem. Und das ist was denke ich, mit TTIP in jedem Fall kommt. Okay, hat noch jemand Fragen? Ich sehe einige. bitte. Auf der Positivseite wurde gerade erwähnt, durch TTIP könnten wir dann hier billiger Produkte einkaufen. Preiswerter. Vorhin hatten Sie gesagt in Ihrem Eingangsstatement, der mittlere Zoll liegt ungefähr bei 3%. Das heißt, die Produkte könnten dann 3% preiswerter werden.
Denn wenn sie dann noch preiswerter würden, wo würde das denn dann eingespart? Verzichten die Konzerne auf Gewinn oder werden dann irgendwo Leute ausgemistet, um den niedrigen Preis dann hinzukriegen? Nee, weil die Exportverfahren, also das Exportverfahren wäre viel einfacher. Also durch, nicht nur durch die Abschaffung von Zölle, sondern auch durch eine viel vereinfachte Verfahren für Exportprodukte. Und auch, dass zum Beispiel ein Autohersteller hier in Deutschland könnte sein Auto viel, also ohne weiteres in den Vereinigten Staaten kaufen oder ohne das Auto zu modifizieren. Also im Wesentlichen aufgrund von administrativen Preisvorteilen, die er nicht mehr anfahren. Ja, das wären die Mehrheit in Handelshemmnisse. Ich würde gerne mal ein Beispiel nennen zu Ihrer Frage. Mercedes in Düsseldorf, die verkaufen den Sprinter in die USA. Die zahlen, wenn sie den Sprinter komplett verkaufen würden und so verschiffen würden, einen zweistelligen Zollsatz, der ca. bei 30% liegt bei der Einfuhr. Wenn sie den vorher auseinanderbauen, verschiffen den in einen Container, liegt der Zoll bei ca. 3 oder 4%. Wenn diese ganzen Sachen und Verfahren vereinfacht würden, würden vielleicht die Arbeitsplätze wegfahren, die den Sprinter zerlegen hier im Düsseldorfer Hafen. Aber gleichzeitig hätte Mercedes natürlich einen größeren Zugang zum Markt und einen besseren Preisvorteil, um auch den Markt, sagen wir mal, das Segment zu erhöhen und sich dort besser zu positionieren. Sprich, es würden hier auch Arbeitsplätze gesichert, um mal so ein Beispiel zu geben. Und das Zweite, was ich sagen möchte, Sie haben oft Lebensmittel angesprochen und meines Wissens ist es so, dass hier in Deutschland alleine die Länder über Lebensmittelkontrollrechte verfügen und nicht der Bund. Und dann kommen wir wieder zurück zur EU. Da sehen Sie schon, wie kompliziert dieses ganze Thema ist. Aber wir waren ja vorhin im Mandat. Ja, ich muss auch sagen, dass Klaus einer von unseren Mitarbeitern ist im US-Generalkonsulat, im Handelsabteilung. Ja, der okay, hier unten, bitte. Es ist immer die Rede davon, dass 2 Millionen Arbeitsplätze dadurch dazu kämen. Ich habe mal was von etwa 700.000 gehört, das mal zum einen. Zum anderen, das Freihandelsabkommen mit Südamerika, insbesondere Mexiko, hat ja nun ziemlich viele mexikanische Betriebe, insbesondere Agrarbetriebe, ja im Grunde genommen ins Chaos gestürzt, weil die großen Firmen, Hersteller in den USA natürlich aufgrund ihrer Fläche wesentlich günstiger produzieren und demzufolge auch verkaufen können. Mit anderen Worten, das hat insbesondere den Mexikanern, also die eigentlich ja davon profitieren sollten, von so einem Freihandelsabkommen, hat sich wenig gebracht. Ja, und dasselbe Problem sehe ich unter anderem auch mit Europa. Es ist immer, dass die großen Firmen mehr oder weniger damit unterstützt werden. Kleines Beispiel, ich muss mal sagen, Amazon wird jeder kennen, man wird das hier in Deutschland viel einkaufen. Dass insbesondere Amazon zum Beispiel die Buchpreisbindung, die in Frankreich und in Deutschland ja nach wie vor zum Glück existiert, damit ja nun völlig unterlaufen möchte. Dass solchen großen Firmen wie, was weiß ich, McDonald's etc. pp. Noch ganz andere Rechte zugestanden werden sollen, globalere Rechte auf diesem großen Markt hier in Europa. Sie hatten so schön angesprochen, natürlich dieses Chlorhühnchen, natürlich, das ist ein Beispiel, und zwar ein ziemlich hartes Beispiel, weil wenn ich US-amerikanischen Kartoffelpüree sehe, was so schön weiß daherkommt, möchte ich auch nicht auf den Teller haben, aber das sind halt immer Beispiele. Ne? Aber ich sehe in der Hinsicht immer nur die Unterstützung großer Konzerne und nicht einzelner kleiner Firmen, die im Grunde genommen durch diese Marktmacht, egal ob jetzt in Übersee, in den USA oder hier in Europa, die eigentlich im Grunde genommen immer die kleinen platt machen werden. Und ich sehe dadurch eigentlich weniger Arbeitsplätze und nicht mehr Arbeitsplätze. Also ich weiß nicht, wie es hier in Nordrhein-Westfalen ist, aber in den Vereinigten Staaten sind ungefähr 300.000 US-Firmen, die also in Europa exportieren, nach Europa exportieren. Und von diesen 300.000, 96% sind mittelständische Firmen. Also das sind nicht nur die großen Firmen, die davon profitieren würden. Eigentlich sind die großen Firmen diejenigen, die jetzt, die heute schon, also die Anwälte und die Spezialisten haben, die diese
Exportverfahren schon gemeistert haben. Also für die größeren Firmen wäre das vielleicht ein Vorteil, aber die würden nicht so davon profitieren wie die mittelständischen Firmen. Und wie ich auch zitiert habe von Bertelsmann, diese Studie, würden diejenigen Bundesländern also am meisten profitieren mit den meisten mittelständischen Firmen. Und wenn Sie um NAFTA sprechen, das stimmt schon, dass die mexikanischen Bauern benachteiligt worden waren, aber es gibt jetzt heutzutage, also die Kanadier haben am meisten davon profitiert, also in NAFTA, North American Free Trade Agreement. Aber es gibt auch jetzt einen Mittelstand in Mexiko und die haben durch diese NAFTA auch profitiert und jetzt gibt es auch eine Mittelklasse, was vor 25 Jahren, 30 Jahren, was es nicht gab. Also es gibt immer Verlierer und Gewinner, aber in diesem Fall gibt es diese mittelständische Firmen in Mexiko, die jetzt in den Staaten exportieren, weil also die Arbeitskräfte günstiger sind als in den Vereinigten Staaten. Also ich glaube schon, dass die großen Unternehmen von TTIP in erster Linie profitieren würden. Also natürlich gibt es eine große Zahl von Unternehmen, die exportieren und die einem Abbau von Handelshemmnissen Interesse haben. Aber selbstverständlich ist auch gerade von den großen Firmen ein überproportionaler Anteil der Produktionsmittel, die tatsächlich auch exportiert werden. Also selbst wenn es ein kleiner Teil der Firmen ist, die wirklich multinationale Konzerne sind, ist das doch machen die einen großen Teil der Exporte aus. Und eben mal ganz von den Handelshemmnissen abgesehen, haben einfach die Unternehmen, gerade die großen transnationalen Konzerne von TTIP eben diesen großen Vorteil des Zugangs zu den Gesetzgebern, der da geschaffen wird. Und den können natürlich große Unternehmen viel stärker überhaupt in Anspruch nehmen, weil ein mittelständisches Unternehmen leistet sich keine Lobbyisten, die dann irgendwie in Kontakt zum Gesetzgeber treten oder zu den Regulierungsbehörden. Das sind die großen transnationalen Konzerne, die das tun. Und deshalb sind es vor allen Dingen auch die sich eben für TTIP aussprechen. Wir haben auch bei den Piraten irgendwie den ein oder anderen mittelständischen Unternehmer dabei, der sagt, also für mein Unternehmen würde TTIP überhaupt keinen großen Vorteil bedeuten, weil die Handelshemmnisse, die es gibt, die werden sowieso auf Ebene der Staaten geregelt in den USA und da kann auch die föderale Regierung überhaupt nicht so viele Zugeständnisse machen. Also man muss die Produkte zuerst in den Vereinigten Staaten exportieren und diese Handelshemmnisse sind auf der föderalen Ebene. Es gibt natürlich auch zwischen den verschiedenen Bundesstaaten Unterschiede, also wenn es um Regulierungen gibt und so weiter, die Umweltstandards in Kalifornien zum Beispiel sind viel stärker oder viel höher als in Texas. Aber zuerst muss man die Produkte in den Vereinigten Staaten exportieren und das sind föderale Handelshemmnisse und wenn die weg sind, dann ist es schon billiger für einen Mittelständler hier in den Staaten zu exportieren. Gut, also es mag sein, dass das im ersten Schritt billiger ist, aber gleichzeitig gibt es halt die Konkurrenz dieser mittelständischen Unternehmen, die vielleicht große Konzerne sind, die haben dann einen privilegierten Zugang zu dem Gesetzgeber und die werden natürlich auch versuchen, ihre eigene dominante Marktposition zu verstärken. Insofern ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, den mittelständische Unternehmen durch diesen Abbau von Handelshemmnissen haben, aber gleichzeitig verschaffen sie eben einen wesentlich größeren Vorteil ihren größeren Konkurrenten und schließen sich damit vielleicht langfristig vom Markt aus. Aber wir fallen schon wieder ins TTIP-Muster und diskutieren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. Ja, noch Fragen? Bitte. Das Wichtigste für mich ist eigentlich immer noch der Punkt der Geheimhaltung. Wenn da nicht zu verbergen ist, dann ist es für mich nicht irgendwo auch immer nur andersweise zu begreifen, weswegen eine Vertragsentwürfe nicht auch veröffentlicht werden dürfen. Ja? Der einzige Grund, der das irgendwo begründet, ist, dass man Sachen eben nicht öffentlich diskutieren und bekannt machen möchte, um einfach die Allgemeinheit daran zu hindern, ihre Interessen zu vertreten. Wenn große Unternehmen die Möglichkeit haben, wie Sie ja sagen,
für die Allgemeinheit nicht gestattet. Wir sind doch hinterher diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Wir sind diejenigen, die diese Waren konsumieren oder für diese Waren arbeiten müssen, ob das jetzt auf europäischer Seite oder auf amerikanischer Seite sind. Denn ich gehe mal genauso davon aus, so wie wir uns vor dieser Geheimhaltung, wenn ich die mal einfach so sehe, bedroht fühlen, dürften das auch amerikanische Arbeitnehmer sein, die ja genauso wenig Einfluss darauf haben. Ja? Denen einfach, so nach dem Motto, in Deutschland sagt man dann, friss oder stirb, sagt jetzt ja zu diesem großen Paket, in dem viele Sachen vielleicht sind, die gut sind, das will man ja nicht abstreiten, aber auch eben ganz gefährliche oder Sachen, die sich als Gefahr hinterher erweisen könnten. Das Problem bei Gesetzen ist ja immer das, oder bei Verträgen, die Auslegung hinterher. Ja? Also der Text, der einmal da ist, ist ja eine Sache. Und gerade wenn diese großen Unternehmen zu viel Lobbyarbeit investieren, wir haben das ja in Deutschland auch, dass plötzlich Gesetze von Unternehmen geschrieben werden, also von Leuten, von Mitarbeitern von Unternehmen, dann sehe ich da eine ganz große Aushebelung der demokratischen Personen, die wir gewählt haben. Ja? Sie haben das Problem gehabt beim ESM, da wurden unseren parlamentarischen Funktionären oder gewählten Leuten wurden Sachen vorgelegt, die sie innerhalb dieser kurzen Zeit gar nicht erfassen und prüfen konnten. Ja? Und das ist einfach das Problem. Deswegen will ich einen großen Umschlag machen, um alle Sachen da drin zu packen, wenn ich es nicht machen will, um ganz spezielle Sachen da drin zu verstecken. Ich bin mal Verkäufer gewesen und ich weiß, Verträge werden dafür gemacht, um auch für jeden das Win-Win reinzusetzen. Das führt aber in der Regel dazu, da die Bevölkerung nicht daran beteiligt ist, ist sie auch am Win-Win nicht beteiligt. Mhm. Ja, und das ist die Problematik, die wir damit haben als Bevölkerung, dass wir solche Abkommen eben sehr kritisch sehen, weil die Geheimhaltung eigentlich den ganzen Sachen widerspricht. Also für uns in den Vereinigten Staaten ist die Bevölkerung schon daran beteiligt durch die Kongressabgeordnete. Also das ist unsere Demokratie. Und also es wäre unmöglich, glaube ich, mit 300 Millionen Leute in den Vereinigten Staaten, Einwohner in den Vereinigten Staaten, so einen Prozess total transparent zu machen, sodass jeder darauf kommentieren könnte, was er mag oder nicht mag in so einem Vertrag. Wie würde man dann zu einer Einigung kommen? Also das könnte ich nicht verstehen. Es soll nicht die Verhandlungen mit 300.000 oder 300 Millionen Leuten sein. Das soll einfach die Ergebnisse, die in diesen Gremien stattfinden, die sollen öffentlich gemacht werden. Mhm. Damit die Öffentlichkeit sich rechtzeitig über ihre Volksvertreter gegen auch Sachen, die vielleicht nicht so sind, wie sie möchten, wehren können. Denn sonst habe ich ja keinen Einfluss darauf. Ich habe irgendwann mal jemanden gewählt, der vielleicht an diesen Abstimmungen teilnehmen kann, aber er weiß nicht, was ich als Wähler dazu sage. Ja? Es geht nicht darum, innerhalb der Verhandlungen etwas zu machen. Es geht nur darum, die Verhandlungsergebnisse öffentlich zu machen. Ja, ist Wasser auf meine Mühlen. Also es ist nicht nur die Intransparenz der Verhandlungen, wer führt die Verhandlungen, wie sieht das Mandat genau aus, worüber wird verhandelt, sondern auch die Frage, wer darf hinterher entscheiden und wie viel Zeit ist für diese Entscheidung hinterher da. Beim ESM-Vertrag waren es 3 Tage, innerhalb der der Deutsche Bundestag dann irgendwie das Händchen heben musste und erst das Verfassungsgericht musste die Parlamentarier daran erinnern, dass sie ihr Budgetrecht nicht so einfach wegschenken dürfen. So, und dass eine ähnliche Befürchtung einfach da ist, dass das bei so einem Abkommen, das von Ihnen, ich weiß, dass politische Kommunikation in den USA so ein bisschen so funktioniert, von Ihnen auf eine Stufe mit dem NATO-Pakt gesetzt wurde, das beeindruckt Parlamentarier natürlich auch, wenn eine Sache so genannt wird. Und dann sind sie noch viel eher geneigt zu sagen, ja gut, dann machen wir das jetzt einfach. Also wenn das so wichtig ist wie die NATO, dann sollten wir da jetzt nicht Nein sagen. Ich glaube, die sind viel, viel intelligenter als das. Also die können auch unterscheiden,
in Amerika auch genau beobachtet, wie auf europäischer Seite abgestimmt wird, wie sich europäisches Vertragswerk entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte, wie auch das Abstimmungsverhalten war. Aufgrund dieser Geschichte, dieser Probleme, die ich sag mal Herausforderungen, die wir dann in Europa haben, müsste doch fast davon ausgegangen werden, dass dieses TTIP, wie es nun auch zustande kommt, was nun im Endeffekt auch drinstehen wird, mal davon unbenommen, dass es in Europa fast keine Chancen auf Ratifizierung hat. Das letzte große Handelsabkommen, was in Europa verabschiedet wurde, war das Cotonou-Abkommen mit den AKP-Staaten 2000. Da gab es noch nicht dieses Ratifizierungsverfahren gemäß Lissabon-Vertrag. Die letzte große Änderung am europäischen Vertragswerk selber, was ohne Opt-outs durchgegangen ist, ohne Volksabstimmungen, das war die Einheitliche Europäische Akte von 1989. Seitdem hat es kein großes europäisches Vorhaben mehr geschafft, durchzukommen. ACTA ist das beste Beispiel, die Schwierigkeiten, die Sie da erlebt haben. Ist es dann nicht blauäugig, jetzt nicht an Ihre Adresse, aber auch an die europäische Adresse, davon auszugehen, man kann immer wieder grandiose Projekte formulieren und dann grandios damit zu scheitern? Kommen wir da nicht auf die Frage zurück, ob es nicht sinnvoller ist, in kleinerem Rahmen Dinge auseinanderzuschnüren, Pakete zu machen, die mit europäischem Recht vereinbar sind und die eine Chance auf Ratifizierung haben? Insofern wäre da eigentlich meine Frage an alle drei: Wie sieht denn der Plan B aus, wenn TTIP nicht durchkommt? Ja, also eine gute Frage. Wir, also als Amerikaner, sind wir genetisch Optimisten. Ja, also wir kamen aus Europa, die meisten von uns, und wir sind natürlich optimistisch, dass es dann also alles gelingen wird. Plan B kann ich nicht sagen, aber ich würde vermuten, dass, wenn es einige, wie ich vorher gesagt habe, harte Nüsse gibt und wir die nicht knacken können, dann wird es auch ein TTIP vielleicht Minus geben, also ein TTIP Light zum Beispiel. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, das reflektiert überhaupt nicht die Position meiner Regierung. Ja, also Plan B, ich habe es kurz angeschnitten, wäre ein multilaterales Abkommen über die Harmonisierung von technischen Standards. Also ich glaube, allen ist es unmittelbar ersichtlich, dass es nicht besonders sinnvoll ist, wenn wir DIN A4 benutzen und Amerika benutzt US Letter Format. Das ist anstrengend, das verursacht Probleme. Es wäre sehr schön, wenn es in vielen Bereichen gleiche technische Standards gäbe, aber dann wäre halt der bessere Weg, tatsächlich über die Welthandelsorganisation solche Sachen multilateral anzugehen und nicht zu versuchen, eben auf Seiten der EU und der USA dadurch Fakten zu schaffen, dass sich da eben die beiden größten Handelsräume zusammentun. Politisch realistisch glaube ich tatsächlich auch eher an ein TTIP Light. Ich denke, wenn so viel Energie da reingesteckt wird von Seiten der EU-Kommission, von Seiten der USA, dann wird man sich auf irgendetwas einigen, einfach auch um einen Gesichtsverlust zu verhindern, wenn man hinterher sagen muss, es ist komplett gescheitert. Aber es liegt eben jetzt auch an Institutionen wie ATTAC oder Mehr Demokratie, möglichst viel Druck zu machen, damit, wenn schon irgendetwas kommt, möglichst wenig kommt. Ein möglichst light sozusagen TTIP Zero. Es ist sozusagen, es ist für Europa natürlich auch eine Chance, wirklich jetzt dieses Demokratiedefizit, was da ist, zu erkennen, sich ja an diesem TTIP ein bisschen abzuarbeiten und möglicherweise wird es ja sogar eine europäische Bürgerinitiative gegen das TTIP geben. Ich bin gespannt, wie die Kommission sich dann verhält. Naja, das ist das Schöne, wenn man in einer Demokratie lebt. Und also ich denke, also diese Diskussion hat dazu beigetragen, also einige Gedanken hoffentlich anzuspornen. Ja, also ich muss auch feststellen, dass zumindest im Vergleich zu ACTA in der Art und Weise, wie sich die Verhandlungspartner verhalten, durchaus was getan hat. Also wir werden zumindest eingeladen zur Diskussion. Es gibt zumindest Konsultationen. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um in Zukunft vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass
dass es einfach Transparenzregeln für solche internationalen Abkommen gibt. Und ich hoffe einfach, dass es in die Richtung, zumindest was das Transparenzproblem geht, weitergehen wird. Und freue mich auch sehr, dass Sie sich dieser etwas schwierigen Runde auch stellen. Okay, dann danke ich allen. Ich möchte bitten, ein kurzes oder nicht so kurzes Schlussstatement zu geben von jedem. Wer möchte anfangen? Auch diesmal fange ich an. ich rede jetzt gar nicht mehr über TTIP, weil dazu ist wirklich alles gesagt. Ich glaube, wir müssen an die Ursache ran. Ich glaube, wir brauchen, und das ist natürlich jetzt auch eine Frage für den Europawahlkampf, konkrete Vorstellungen davon, wie wir das Demokratieproblem in der Europäischen Union lösen. Das ist kein Problem der USA, das ist unser ureigenstes Problem, dass wir diese EU demokratisieren müssen. Ein richtiger Schritt wäre, dies meiner Ansicht nach in einem europäischen Konvent zu tun. Ein Konvent, der sich eben über die Demokratiefragen Gedanken macht. Das ist eine Diskussion, die wir anfangen müssen und eine Aufgabe, die wahrscheinlich eine Generation dauert. Aber wenn wir dieses Europa erhalten wollen, dann ist das die Frage, die einfach ansteht. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Ich glaube, wir müssen dieses Europa erhalten und wir müssen diese europäische Demokratie ausbauen. Wir Piraten wollen der europäischen Demokratie ein Upgrade verfassen, weil es ist einfach völlig unmöglich, auf nationaler Ebene mit Kleinstaaten auf solche globalen Phänomene wie zum Beispiel eben die Wirtschaft oder auch den Klimawandel zu antworten. Wir haben überhaupt nur eine Chance auf eine Fortführung der Demokratie, wenn wir auf die supranationale Ebene gehen, dort parlamentarische Prozesse etablieren. Und deshalb ist auch ein Verfassungskonvent eine der zentralen Forderungen der Piratenpartei. Und an diesem Konvent und auch an der Demokratie, wie sie danach vielleicht aussehen wird, müssen die Menschen einfach viel mehr und direkter beteiligt werden. Ich würde nur kurz sagen, dass wir hoffen auf eine erfolgreiche TTIP-Verhandlung. Kommen Sie alle gut nach Hause und ein schönes verlängertes Wochenende. Ja, ich dachte, was passt am besten zu Handel und Freihandel? Also aus Dortmunder Sicht selbstverständlich Bier. Und von daher möchte ich, ohne jede Werbung, jedem gerne noch etwas mitgeben. Oje, vielen Dank. Viel besser als die obligatorische Rotwein. Darf ich nur sagen, das sind die richtigen Standards für Bierflaschen. Ich dachte auch, für dich sind Blumen. Dann vielen Dank an alle und kommt gut nach Hause. Dankeschön.